dieser rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, mich für Menschen einzusetzen, die benachteiligt sind, die ausgegrenzt sind, und zum anderen der Einsatz für Gerechtigkeit und Friede. Also im Zentrum unserer Arbeit steht die unantastbare Würde jedes Menschen. Einfach die Überzeugung, dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein Leben in Würde. Bruder und Schwester in Not arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort. Das heißt, wir setzen die Projekte nicht selber um, sondern unsere Expertinnen und Experten vor Ort setzen die Projekte um. Und ich denke, das ist ja etwas ganz Wichtiges und macht auch die Qualität unserer Arbeit aus, weil wir eben Expertinnen und Experten vor Ort haben, die genau wissen, was braucht es, wo wird die Hilfe benötigt, wie wird sie wirksam eingesetzt, wie wird sie effizient eingesetzt. Mein Name ist Sandra Schett, ich bin Projektreferentin für Tansania und Uganda bei Bruder und Schwester in Not. Und dann geht es darum, diesen Dialog partizipativ zu gestalten, ein Projekt partizipativ zu gestalten. In Uganda bin ich bei einem Projekt gewesen, wo eine Frau Ziegen erhalten hat. Die hat mehrere Kinder und damit die Kinder in die Schule gehen können, werden diese Familien mit so Bananenstauden unterstützt, die sie dann anbauen und von denen sie dann die Erträge kriegen, oder eben mit Kleintieren. Und diese Frau hat uns dann ganz stolz den Nachwuchs gezeigt, nämlich auch schon wieder eine größere Ziege, die trächtig war, unter anderem. Und was sie gemacht hat mit den Tieren vom Projekt, das sie kriegt, hat sie die Ziege verkauft, sodass sie weiterhin das Land bewirtschaften kann, ihre Kinder finanziell so unterstützen kann, dass sie in die Schule gehen können. Unsere Projekte setzen wir vor allem um in den Bereichen ländliche Entwicklung und Stärkung der Menschenrechte, Stärkung der Zivilgesellschaft, weil wir eben davon ausgehen, dass eine starke Zivilgesellschaft eine Basis ist für Transformation und für eine gerechtere Welt.